so knapp habe ich wirklich noch nicht ein Rennen gehabt. Minimaler Vorsprung im Lambo. Aber es ist wirklich hauchzart. Aber wir sind vorne. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Ich muss ganz kurz sitzen bleiben, weil das hier, dieser Lamborghini Urus, ist so ultra krank. Genau so muss das sein, Leute. Also Lamborghini Urus. Und Philipp hat natürlich auch etwas sehr, sehr Heftiges am Start. Moinsen. Matthias. Na? Hast du schon von deinem Urus geschwärmt, oder was? Ich hab so ein bisschen, ja. Lamborghini Urus. Ich kann dich aber enttäuschen, weil du bist hier heute nämlich nicht alleine. Ja. Ich habe nämlich auch einen V8 Biturbo mitgebracht. Und zwar Porsche Cayenne Turbo GT. Die DNA von Lamborghini ist genau wie die DNA von Porsche natürlich nicht SUV. Obwohl man sagen muss, dass natürlich mittlerweile beide Companies einen Großteil ihrer Umsätze mit diesen Fahrzeugen generiert. Und deswegen sind die auch für uns natürlich so relevant, weil viele Leute da draußen interessieren sich für diese Autos und wollen wissen, wie die funktionieren. Und deswegen ist so ein Test halt, so ein Vergleich immer geil. Jetzt natürlich noch mal eine Stufe, beziehungsweise zwei, drei, vier, fünf Stufen höher mit den getunten Versionen davon. Es soll ja nicht langweilig werden heute. Die beiden Dinger haben schon über 600 PS Serie, aber das reicht uns natürlich nicht. Wir haben heute Tuning-Fahrzeuge besorgt. So sieht es nämlich aus. Hier von der Firma PP Performance 900 PS. Genau. Und damit es spannend bleibt, von der Firma Techart ebenfalls 900 PS. Mach mir bitte einmal Sound, ganz kurz, weil ich habe gerade schon mal eine Kostprobe gegeben. Junge, das Ding scheppert richtig böse. Boah, er ist aber auch richtig böse. Also ich sag mal so, heute wird es kräftig mit 2x900 PS. Wir haben sehr, sehr laute Fahrzeuge mit Auspuffanlagen, die so, ich sag jetzt mal, an der Grenze der Legalität kratzen, oder? In Deutschland zumindest. Ich glaube, das ist noch ein bisschen untertrieben, Matthias, weil man darf einfach nicht vergessen, das ist schon die Speerspitze in Sachen SUVs. Ja. Wir legen heute aber noch mal einen drauf, 900 PS, zwei SUVs. Genau. Lass uns gucken, welcher von diesen beiden Dickschiffen am Ende das bessere Tuningfahrzeug ist. Das hier ist das große Tuning-Duell der Power-SUVs. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wer es machen wird, weil die beiden sind sehr, sehr gleich, was die Basis jeweils anbetrifft. Das macht es gerade spannend für heute zu wissen, welches Auto ist sportlicher, welches Auto ist stärker, welches Auto ist schneller. Das heißt, wir haben verschiedene Challenges. Genau. Wir fangen direkt mal an mit dem Drag Race. Wir fahren eine halbe Meile und wir messen aber währenddessen auch 0,200. Und für 0,200 gibt es einen Punkt und wer als erstes da hinten ist, dafür gibt es auch einen Punkt. Los, bitte los. Vor allem 0,100 in 3 Sekunden, ne? Im SUV. Das ist halt schon eine Ansage, ne? Das wollen wir jetzt auf jeden Fall mal spüren. Es wird auf jeden Fall richtig scheppern heute. Mein erstes Auto hatte 75 PS. Und das war damals relativ viel, ne? War ein Golf 2 und das Ding ist gut gegangen so. Und heute sitzen wir halt in Autos mit 900 PS. Und das ist halt schon was, was ich mir natürlich nie hätte träumen lassen. In der Serienversion verfügt der Porsche Cayenne Turbo GT über 640 PS und fährt 300 km/h Spitze. Der Grundpreis beträgt 219.000 Euro. Die getunte Variante von Techart leistet heftige 900 PS und erreicht 330. Dafür sind 270.000 Euro fällig. Die Tuningschmiede Techart macht aus dem ohnehin schon extrem sportlichen Porsche SUV eine Rakete. Diverse Carbon-Anbauteile an Front und Heck zeigen, dass sich dieser Cayenne Turbo GT weit von der Serienvariante entfernt hat. Cockpit und Innenraum bleiben nahezu unverändert. Dafür machen von außen vor allem die speziellen 22 Zoll Felgen ordentlich Eindruck. Konkurrent ist der Lamborghini Urus. Mit 650 PS erreicht das Serienmodell eine Spitze von 305 km/h. Das alles zum Grundpreis von 270.000 Euro. PP Performance setzt noch gewaltig einen drauf. 900 PS sorgen hier für einen Topspeed von 350. So aufgerüstet kostet der Über-Urus satte 350.000 Euro. Optisch bleibt das Gerät nahezu unverändert. Denn dieses von Lamborghini erschaffene Power-SUV ist auch so schon eine echte Show. Kantig und aggressiv haut er bereits in der Serienvariante voll auf die 12. Wie soll man diesen Look noch toppen?
Das Cockpit ist dem eines Kampfjets nachempfunden. Auch der Lambo setzt auf riesige 22 Zoll Räder samt Carbon-Keramik-Bremsanlage. Tuning, das weiß, glaube ich, jeder mittlerweile. Das ist ehrlich gesagt nicht so mein Ding, es sei denn, es funktioniert zu 100%. Das werden Philipp und Matthias jetzt auf der halben Meile herausfinden. Welches dieser beiden 900 PS Monster ist hier schneller? Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, die beiden Kisten haben über 1000 Newtonmeter. Das heißt, stehender Start, es gibt eigentlich nichts, wo die Belastung höher ist. Gerade bei einem V8 und über 2 Tonnen kann es natürlich immer mal passieren, dass es bei dem Start einfach knack macht und irgendwas unten rausfällt. Das heißt, es kann wirklich so weit gehen, dass wir einen Getriebeschaden haben, dass eine Antriebswelle abreißt oder. Es wird ernst. Philipp und Matthias warten in ihren extrem gedopten SUVs auf das Startkommando für das Head-to-Head-Drag-Race. Das allererste, was ich jetzt mache, ich stelle mal das Fahrwerk auf normal und nicht auf hart, weil bei so einem SUV, glaube ich, ist die Traktion besser, wenn man das Fahrwerk arbeiten lässt. Weiches Fahrwerk, immer gleich mehr Traktion. Das heißt, ich will, dass der Gaul hier gleich so richtig einen Tritt in den Arsch kriegt und vorne beim Beschleunigen förmlich hochgeht. 0 auf 200 und dann wird noch dazu gecheckt, wer ist schneller auf der halben Meile. Das ist Kräftemessen pur. Und wenn diese beiden Autos irgendwas können müssen, dann ist das, so schnell wie es geht, geradeaus performen. Okay, bist du ready? Ich bin ready. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja, come on! Junge! Alter Schwede, ist das knapp! Das ist wirklich hier Kragen an Kragen. Man merkt jeden Schaltvorgang. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ich flipp aus! Das gibt es nicht! Leck dich am Arsch, so knapp habe ich wirklich noch nicht ein Rennen gehabt. Minimaler Vorsprung im Lambo. Aber es ist wirklich hauchzart. Aber wir sind vorne. Alter Schwede, war das knapp. Das war wirklich eine Autolänge, mehr war das nicht. Alter, ich hätte niemals gedacht, dass das so ein knappes Ding wird. Also eigentlich musst du sagen, waren sie beide exakt gleich. Optisch gesehen, du bist mal 10 cm, ich habe die ganze Zeit nur zu dir geguckt. Eigentlich habe ich gar nicht nach vorne geguckt. Du bist mal 10 cm nach vorne gekommen, dann bin ich wieder 10 cm, bist du wieder nach hinten gekommen. Das war witzig, witzig zu beobachten, weil gefühlt, die Autos schalten ja genau gleich. Ja. Aber es sah so aus, als wenn jeder beim Schaltvorgang immer wieder einen Tucken zurück, Tucken nach vorne, ja, Tucken genau. Zurück, Tucken nach ja. vorne. Aber am Ende... Punkt 1 geht ja dafür, wer als erstes im Ziel war. Der Punkt geht definitiv an den Lamborghini, weil so, der war in dem Fall vorne drin. Bei mir war das Wie Problem... Wie viel war es? Eine Wagenlänge? Ich würde auch sagen, eine Wagenlänge ja. ungefähr. Also, Punkt 1 geht an den Lambo. Genau. Wer kriegt jetzt Punkt Nummer 2? Wir haben ja gesagt, in dieser Challenge gibt es auch noch einen Punkt für die 0 auf 200 Zeit, weil das war ein perfektes Rennen, wo man jetzt sehen kann, vielleicht tut sich da in Sachen Zeit doch noch was. Ja. Weil man denkt ja eigentlich immer, der im Ziel ist, ist auch schneller. Das muss ja. aber, glaube ich, nicht unbedingt sein. Muss nicht unbedingt sein. Also, meiner hat eine 9, natürlich. Habe ich auch, unter 10. 9,8. Habe ich auch 9,8, aber jetzt... 9,88. 9,80. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Aber das ist wirklich, das ist so. Atömchen. Also. Über 2 Tonnen. 1:1 steht zwischen den beiden. Das Duell auf der halben Meile entpuppt sich als ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Jedes der getunten Power-SUVs kann sich damit einen Punkt sichern. Man muss natürlich sagen, das, was wir jetzt gefahren sind mit dem Drag Race, das zeigt, dass die Autos sehr, sehr viel Leistung haben. Ob sie jetzt 850 haben oder 900 oder 950, das wissen wir nicht. Fakt ist, die Dinger gehen wie die Feuerwehr tatsächlich. Sie hören sich auch an wie die Feuerwehr. Ja? Aber wie viel Leistung sie wirklich auf dem Papier haben, ob sie das haben, was der Tuner verspricht, das checken wir. So, Philipp, jetzt ist die Stunde der Wahrheit angesagt. Wir werden jetzt die Fahrzeuge auf den Prüfstand schnallen und rausfinden, wie viel Leistung wirklich da ist. Man könnte auch sagen, Essen ist angerichtet. Genau. Wir gucken jetzt mal, welcher von unseren beiden dicken Dingern am Ende einfach mehr drückt. Punkt. Aus. Fertig. Genau. Ganz einfach erklärt, es geht wirklich nur darum, welches Ding hat mehr Leistung. Aber das ist das, was wir ja oftmals probieren wollen, was nicht immer geht, weil Prüfstand, Zeit ist teuer und immer schwierig zu bekommen.
Deswegen freue ich mich sehr, dass wir das diesmal machen, weil wir endlich mal wissen, okay, haben sie wirklich so viel Leistung? Ist es mehr, ist es weniger, was auch immer? Genau das werden wir jetzt rausfinden. Und nachdem unsere Drag Race Challenge auch wirklich so knapp war, müsste ja eigentlich bei rauskommen, dass die beiden Autos relativ nah liegen. Müsste. Müsste, weil ein Leistungsprüfstand ist halt einfach keine Straße, sondern ein Raum mit Belüftung und so weiter. Das heißt, das wird richtig spannend. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Porsche. Er ist schon aufgespannt. Genau. Und gucken mal einfach, was er drückt. Fährst du? Fahr ich? Auf dem Prüfstand fährt immer der Betreiber von dem Prüfstand. Okay. Weil das ist nicht so einfach. Du musst die Messung auslösen, du musst nach der Messung auskuppeln und so weiter. Wäre kein Problem für mich, aber ich lasse es gerne und, immer. Und bevor machen. Es dann am Ende heißt, dass Philipp irgendwie beim Abtouren noch ein bisschen gebremst hat und deswegen das eine oder andere Auto mehr Leistung hat, lassen wir das lieber im Prüfstandsbetreiber machen. Ja, alles klar. Und wir genießen das Ganze lieber akustisch von außen. Okay, aber ein bisschen weg, weil rein theoretisch, also man kennt ja im Internet Videos, wo Reifen platzen, wo Motoren hochgehen, was weiß ich was. Man darf halt immer nicht vergessen, diese Leistungsmessung auf diesem Prüfstand findet nicht bei 50 km/h statt, sondern diese Rolle inklusive Reifen wird bestimmt 250 km/h drehen. Ne? Ja. Und da wird halt wirklich jeder kleinste Stein zum Katapult. Okay, also wir gehen zur Seite. Wir gehen bis zur Seite und Daniel macht die Messung. Voll Kit. Let's go. Okay, let's go. Daniel, kann losgehen. Den Vollgas geben, ne? Mach mal ein paar PS mehr hier beim Porsche. Bei so einem Prüfstandslauf darf man immer nicht vergessen, wir planen gerade 900 PS zu messen. Diese Kraft muss jetzt aber auf dem Prüfstand irgendwie gebändigt werden. Das heißt, man legt fette Gurte irgendwo um die Achsen und spannt das Auto richtig auf diese Rolle. Weil am Ende misst der Prüfstand über diese Rolle, welche über die Räder angetrieben wird, die Leistung. Das heißt, die ganze Kraft geht vom Reifen in die Rolle. Und dabei ist auch noch zusätzlich das Gefährliche. Überall, wo eine Kraft übertragen werden kann, kann immer mal ein Reifen platzen. Wir gehen raus, oder, lieber? Ja, du gehst besser raus, Matthias. Sag mal, was ist so die Toleranz von so einem Laden? Wenn jetzt der eine 900 PS hat, der andere hat 905 oder 910 PS? Wenn man ehrlich ist, hat der eine dann 5 PS mehr. Weil das Ding misst 1:1 wirklich die Kraft, die an der Rolle ist. Ja. Und beim Ausrollen misst es die Verlustleistung und addiert das zusammen. Was heißt die Verlustleistung? Das, was wir jetzt gerade hören, Reifen, Rollwiderstand, alles Mögliche. Weil der Prüfstand kann ja nur die Radleistung messen, also die Kraft, die an der Rolle ankommt. Ja. Aber vorher geht ja jede Menge Kraft verloren, Radlager, Antriebswellen, Differentialgetriebe. Okay. Deswegen kuppelt man aus, lässt das Ganze rollen, das addiert man oben drauf und hat dann die sogenannte Motorleistung. Ah, okay. Alles klar. Gut. Das war's, ne? Ich find's immer wieder geil, mal so ein Auto von außen zu hören, ohne dass es sich bewegt, sondern einfach nur stand. Oh, ich sehe schöne Zahlen, Philipp. Also für die Zuschauer. Die rote Kurve ist unsere Leistungskurve und wir haben gemessen, Engine am Motor, 897,9 PS. Das nennt man, glaube ich, eine Punktlandung. Das heißt, gegenüber der Angabe von TechArt 2,1 PS Differenzen. Ich habe schon wirklich viel auf dem Prüfstand gesehen, aber wenn ich es nicht besser wüsste, würde man denken, das ist doch genau so gemacht, dass es jetzt hier 900 PS anzeigt. Ja, aber ja. Das ist wirklich eine Punktlandung. Fakt ist, TechArt hat geliefert. Hat geliefert. Jetzt ist die Frage, was macht Papierperformance? So, jetzt müssen wir gucken, ob die auch so eine Punktlandung hinlegen. Ob die Punktlandung ein bisschen nach oben oder nach unten geht, ist jetzt am Ende wirklich die Entscheidung, wer den Punkt kriegt. Ja, krass. Okay, let's go. Der Prüfstandslauf ist, würde ich mal sagen, perfekt abgelaufen. Wir haben tatsächlich 900 PS und das ist halt schon krass, ne? Also wenn du jetzt nochmal den Beleg hast, so, ist glaube ich auch, wenn du dir so ein Auto kaufen würdest, würdest den tunen lassen, dann würdest du dir das ausdrucken, einrahmen und ins Schlafzimmer hängen. Ja? Mein Auto hat 900 PS. Absolut perfekt. Ob der Lamborghini Urus von PP Performance da mithalten kann? Auf dem Papier jedenfalls soll auch er 900 PS liefern. Der große Urus ist dran. Welchen von beiden findest du optisch stärker? Also, wenn du die beiden Autos sehen würdest, wo würdest du denken, der hat mehr Leistung? Schwierige Frage, ne? Ja gut, jetzt auf blöd sieht der Urus nach mehr aus. Mhm. So, also jetzt gleiche Prinzip wieder. Anrollen, reintreten, ausdrehen, auskuppeln. Welchen Gang fährt er? Ich würde mal tippen, vierte oder fünfte Gang. Ja, das so ist so normal, ne? Ja, ja. So, ich gehe zur Seite. Ja, ich würde sagen, wir gehen ruhig ein bisschen hier so nach hinten. Aber wenn der Reifen fliegt, dann fliegt er weit. Und schnell.
Die Messung an sich, den Gang durchzudrehen, dauert ungefähr 7 Sekunden. Das hängt natürlich von dem Gang ab. Je höher, je länger. Ja. Aber ich würde auch sagen, ja, drei, vier, fünf Sekunden so in dem Dreh. Ist schnell passiert, so ein Lauf, ja, ne? So unglaublich laut. Aber klingt schön. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Also ist so, also klingt tatsächlich endlich mal wieder auch nach dem V8. Okay, Räder stehen. Können wir reingehen, oder? Ja. Wir schauen mal drauf. So, Philipp, was siehst du? Da kann ich. Ist das korrekt, Daniel? 1010 PS, das sind einfach mal 110 PS mehr als angegeben. Das heißt, hier wurde mal ebenso der 1000 PS Club erreicht. So, aus dem Ärmel geschüttelt. Krass. Wie kann das sein? Also ich meine, krass, wir sind ja gefahren und sie waren sehr gleich. Mhm. Jetzt hat der aber 100 PS mehr. Hätte man das nicht auf der Straße auch sehen müssen? Dazu muss man Folgendes erklären. Wenn du ein Auto beschleunigst, fährst du ja nicht die ganze Zeit an dieser Stelle, wo du 1010 PS hast, sondern du fährst ja das ganze Drehzahlband durch. Und jetzt kann es natürlich sein, dass an dieser Stelle, anfangs des Beschleunigens, der Porsche mehr Leistung hat. Ja. Das heißt, er beschleunigt erst stärker und mit steigender Drehzahl kommt der Urus und überholt dann wieder. Sehr dann schön, kommt wieder der Porsche und dann kommt wieder der Urus. Ja. Ist machbar. Okay, ja klar. Erklärt sich so. Ich habe aus der Prüfstandsnummer jetzt mal wieder mitgenommen, dass Leistung nicht gleich Beschleunigung ist. Zwischen den Autos liegen über 110 PS Unterschied, welche wir definitiv bei dem Rennen auf der Landebahn nicht sehen konnten. Beide haben abgeliefert, aber der Urus hat über 110 PS mehr. Unfassbar. Unfassbar, wirklich. Deswegen klipp und klar, man kann sagen, der Urus ist stärker, der Urus hat diese Challenge gewonnen und genau deswegen kriegt der Urus den Punkt. So schaut's aus. Nächste Challenge. Los geht's. Let's go. Mit über 1000 PS unter der Haube geht der Lamborghini Urus im Duell der getunten Power-SUVs mit 2:1 in Führung. So, Philipp, jetzt geht's ums Thema Performance, mal wieder Part 2, und zwar andersrum. Weil wir haben Autos mit 900 PS und die große Frage ist ja, passen die Bremsen noch? Oder ist das vielleicht ein bisschen unterdimensioniert mittlerweile, wenn du so viel Leistung fährst? Also, Thema Entschleunigung. Wir wissen jetzt nach dem Drag Race die Beschleunigung, wir wissen, wie viel Leistung die Koffer haben. Jetzt geht es darum, können die auch bremsen? Genau. 2,2 Tonnen pro Fahrzeug. Ja. Das heißt, wir haben hier keinen Sportwagen, sondern es ist halt wirklich ein dickes Ding. Aber man sieht auch gleich, die Hersteller meinen es ernst, weil mit 440 mm ist das die größte Serienbremsscheibe, die man kriegt. Die du kriegen kannst. Die du kriegen kannst. 440 mm, das ist schon eine richtige Familienpizza. Okay, also das ist dann schon Sportwagen-like. Das ist dann schon Sportwagen. Ja, und die Frage ist, passt das zu den SUVs? Können sie gut genug bremsen oder machen sie irgendwie die Grätsche? Fangen sie an zu taumeln? Kommt der Arsch ein bisschen? Wird es irgendwie nervös? Wie ist das überhaupt, mit so einem riesen Koffer aus 200 eine Vollbremsung hinzulegen? Uns interessiert einfach, weil es gibt ja noch eine Challenge danach, wo man vielleicht ein bisschen bremsen muss. Wie gut oder schlecht bremsen diese Autos? Wie lange machen sie das? Knickt eine Bremse gleich ein? Das heißt, wir fahren jetzt zusammen, habe ich mir überlegt. Sehr gerne. Weil ich glaube, dass als Beifahrer dieser Bremsmoment echt krass ist, aus 200. Das wird wahrscheinlich so sein. Als Fahrer merkt man das immer nicht, da hat man das Lenkrad vor sich, da stützt man sich ab. Als Beifahrer ist das, glaube ich, cool. Ja, sehr geil. Am Ende zählt kürzere Bremsweg, hat gewonnen. Genau. Ganz easy. Klassisch. Volle Lotte, von da nach da. Vielleicht gibt es auch gar keinen Unterschied. Das ist das Coole. Schau mal. Let's do it. Yes. Welches Tuning-SUV kann schneller stoppen? Gestartet wird im auf 900 PS hochgezüchteten Porsche von TechArt. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Ist schon krass, ne? Fährst mit so einer Bude 200, ganz entspannt. Achtung, vor allem wie krass man hier jetzt einfach reintreten kann. Guck und... Junge, ist das heftig. Boah. Also selbst ich muss mich wirklich gegen das Lenkrad, man merkt den Gurt, wie er anzieht, ne? Das ist wirklich krass. Ja. Alter Schwede. 200 auf 0, 137 Meter, 100 auf 0, 34 Meter. 34 Meter von 100 auf 0 mit einem 2-Tonnen-Schiff. Das ist schon Sportwagenniveau. Das ist absolutes Sportwagenniveau. Porsche GT3 braucht 117 Meter von 200 auf 0. Und hier liegen wir bei 137.
von 100 auf 0 liegen wir hier bei 34, GT3 schafft es in 31. Also da sind wir nicht weit weg von einem absoluten Supersportwagen. Und wir sitzen hier ganz entspannt zu zweit drin, einfach ins Pedal rein, ja, fertig. Krass. Also so, wir lassen ihn hier stehen, als Messwert, als Referenz. Und wenn wir mit dem Urus vorbeischießen, dann wissen wir, wer gewonnen hat. Aber Urus, okay, wir lassen uns überraschen. Wir gucken mal, ne, was, yes, der so, was der so kann. Ich bin wirklich gespannt, was gleich passiert, weil Porsche ist dafür bekannt, ein Porsche funktioniert immer und das gerade auf der Bremse. Deswegen, ich kann es mir eigentlich wirklich nicht vorstellen, dass der Lamborghini diesen Wert jetzt nochmal unterbietet. Corsa. Ah, also viel lauter von innen. Ja, ja. Also viel, viel lauter. Ich würde jetzt Seiten halt viel, viel weniger. Also ich rutsche in den Sitz sofort so richtig rum. Und klar, der Innenraum ist so ein bisschen mehr. Achtung, Space Shuttle, gleich heben wir ab hier. Ich bereite mich schon mal vor, dass ich hier gleich die Frontscheibe küsse. Mir tatsächlich früher angehalten. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. 134 Meter sind einfach 3 Meter weniger. Ja. 3 Meter weniger als der Porsche. Das heißt gleich im ersten Anlauf 134 Meter. Krass. Statt 137 Meter. Das ist krass. Da hätte ich wirklich nicht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Das ist krass. Die Optik lügt nicht. Das ist wirklich krass. Es ist tatsächlich so, dass der Urus besser bremst als der Cayenne. Jetzt haben wir den Cayenne eben gerade schon so hoch gelobt, wie krass das eigentlich ist, 137 Meter. Aber der hier hat es gerade in 134 Meter, ja, geschafft. Ist krass. Ist ein Mühchen, ne? Wenn du das irgendwie, ja, keine Ahnung, du bremst 2 Zehntel später, dann, mhm, stehst du 5 Meter weiter da hinten. Ja, ja. Ne? Aber der reine Bremswert ist tatsächlich beim Urus besser als beim Porsche. Und man kann halt sagen, unser Tool zu messen, das misst das Ganze über GPS. Das heißt, das fängt bei Punkt 200 an und hört genau bei 0 auf. Ja. Fakt ist, 134 Meter, 137 Meter, das sind 2 ultra krasse Werte, muss man einfach so sagen, ja, weil wir kommen ja jetzt noch näher an den Sportwagenwert ran. Genau. Wir waren da schon begeistert, da noch begeistert. Der macht das genauso gut, aber es kann nur einen Gewinner geben. Es gibt einen Gewinner und das ist der Urus. Der Lamborghini liefert ab und geht mit 3:1 in Führung im Duell der Tuning Power SUVs. Grande Aber Finale, weiter geht's. Eine Challenge haben wir ja noch. Jawohl. Die Lieblingschallenge, die schnelle Runde. Auf einem bewusst eng gesteckten Kurs in Mendig. Diesmal sogar samt Wendehammer sollen die beiden schweren, extrem kraftvollen SUVs maximal gefordert werden. Wir haben hier SUVs mit über 2 Tonnen, die wollen eigentlich keine schnelle Runde fahren. Die sind dafür gemacht, dass man einfach einen sportlichen Geländewagen hat. Aber wir sind ja bei Grip, da wird es immer extrem. Genau deswegen haben wir heute 900 PS Geräte am Start, die jetzt auch auf der schnellen Runde bewegt werden wollten. Oh yes! Was jetzt kommt, Philipp, das haben wir, glaube ich, so auch noch nicht gemacht. Ist doch vollkommen normal, mit 900 PS im SUV eine schnelle Runde zu fahren. Genau, ehrlich. Ganz normaler Sonntag. Nein, wir haben uns überlegt, natürlich als großes Finale, sportliche, getunte SUVs, wir wollen es wissen, schnelle Runde, ja, auf dem Flugplatz. Es geht darum, welches Auto ist schneller. Du fährst beide Autos, ich mache den Beifahrer und kann vielleicht noch ein bisschen was lernen. Sehr, sehr gerne. Jetzt kommt auf jeden Fall alles zusammen. Beschleunigung, Bremsen, Kurvenverhalten. Jetzt ist Vollbelastung angesagt, Vollkontakt sozusagen. Und ich bin sehr gespannt, ob die beiden Jungs das durchhalten. Thema Fahrwerk, auch Riesenthema, gerade, ja, bei dem Gewicht und, ja, der Höhe. Welches Auto vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen weniger wankt. Ja. Aber du machst das schon. Das denke ich. Womit willst du starten? Wir fangen mit dem Lambo an. Lambo, echt? Na, wir fangen mit dem Lambo an. Komm! Ist der Lamborghini Urus in der Lage, seine überlegene Leistung auch in eine schnelle Rundenzeit umzumünzen? Wow! Oh, wow, da kam das Heck. Jetzt wird's ernst. Oh yeah. Dreht er sich so leicht ein, ne? Ja, ja, hier kommt er auch gerne mal ein bisschen über alle Viere, ein bisschen aus. Ah, jawohl. Boah. Alter, da hatten wir gerade 180 drauf, ne?
Ich finde aber, in manchen Momenten macht er das Einlenken echt gut. Da ist das Untersteuern weg. Und dann gibt es wieder Momente. Guck mal, hier jetzt gerade zum Beispiel richtig schön rumgezirkelt. Ja, jetzt gerade war ich aber auch tatsächlich so, dass ich extrem langsam reingefahren bin, um das eben zu eliminieren. Ich muss mich hier so krank drin festhalten. Ich drücke mich einfach nur mit den Füßen im Boden. Also das hat schon wirklich so ein bisschen Rennwagen-Flair hier, ne? Ja. Aber er hat einen schönen Begrenzer. Aber ich muss schon sagen, also als Beifahrer, es fühlt sich einfach nur krank an. Also ich halte mich hier fest. Er nimmt den zweiten Gang nicht, das ist unfassbar. Und dann passt er nicht. Da muss man schon echt durchatmen als Beifahrer, keine Frage. Also das bringt schon Bock. Ein Showmaker vor dem Herrn, dieser Lamborghini Urus. Sehr, sehr schnell, sehr aggressiv, leider ein bisschen untersteuern. Man muss einfach dazu sagen, 900 PS SUVs, was machen wir damit gerade? Wir fahren da tatsächlich eine schnelle Runde dafür, wofür die einfach nicht gemacht sind. Überhaupt gar so, nicht. So, und das machen sie schon bis zu einem gewissen Level extrem gut. Das Ding ist, dass der Lambo ja tatsächlich auch seine Spitzenleistung eben erst beim sehr, sehr hohen Drehzahlbereich hat. Darunter passiert relativ wenig. Und es gibt hier diverse Kurven, wo du ja zwischen zweiten und dritten Gang quasi hin und her tänzelst und nicht so ganz genau weißt, was besser ist, weil zweiter Gang bedeutet ganz, ganz schnell Begrenzer. Und der dritte Gang hat zu wenig Bums. Und das bremst ihn so ein bisschen ein. Er regelt so ein bisschen mit, arbeitet so ein bisschen im Hintergrund, was für mich in den Vordergrund kommt, weil er mich nicht das machen lässt, was ich gerne machen würde. Nämlich rutschen, sliden, in die Kurve reinbremsen und hier diesen hier machen. Wir müssen noch die Zeit sagen. Die Zeit. 1 Minute 7:24. Genau. Wir haben jetzt gerade leider keine Referenz, weil wir die Runde das erste Mal fahren. Aber es geht ja um die beiden Autos. Das heißt, ab in den Porsche. Im Moment ist er die Referenz. Aktuell ist der Lambo die Referenz. Und wir gucken mal, was der Porsche so raushaut. Okay, let's go. Porsche ist bekannt dafür, dass sie über Jahre einfach die Kombination aus Fahrwerk, Getriebe, Motor, Auto perfekt hinbekommen. Deswegen ist meine Vermutung, dass der Porsche gleich auf jeden Fall noch mal einen Tucken schneller sein könnte. So, auch hier erstmal wieder die Sitzbelüftung. Alter, Sitzbelüftung. Ich habe jetzt mal auf Sport Plus gemacht, ne, was die Fahrdynamik anbetrifft. Habe das ESP ausgemacht. Wird es der auf 900 PS getunte Porsche schaffen, die Zeit des Lamborghini zu unterbieten? Das Krasse ist, ich glaube, du merkst es jetzt schon, wie das Auto zur Sache geht, wie das liegt. Das ist einfach eine andere Welt. Das Auto ist ruhiger, klarer in dem, was er tut. Er tut immer dasselbe und er ist vorhersehbarer. Das Gefühl scheint also zu stimmen. Jetzt muss das Tuning-SUV liefern. Du merkst es sofort, der will das. Der will das richtig. Deutlich hecklastiger, ne? Den Übergang von Bremse zum Einlenken macht er auch besser, deutlich besser. Richtige Driftkuh hier. Ja, aber halt so, dass es performant bleibt, ne? Ja. Das ist das Krasse an dem Auto. Und es hilft dir, die Kurve zu fahren und zu beenden, das Driften. Und da an der Spitzkehre hat man eben gerade auch einfach gemerkt, wie perfekt das Getriebe arbeitet. Oh. Doch Drift-Challenge hier, oder wie? Nee, 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 aber es ist halt... Als Beifahrer ist es viel mehr Sportwagenfahren. Ja. Man hat eigentlich gar nicht das Gefühl, dass man jetzt hier gerade in dem SUV sitzt. Das Ding ist, der Lambo ist immer so und immer so extrem und so aufgeschaukelt. Dann hat er wieder Grip, dann wieder keinen. Der Porsche macht und hat gefühlt immer Kontakt zur Straße. Und die Karosserie oben schwebt viel, viel ruhiger. Und was halt auch eine große Rolle gespielt hat, ist, die Gasannahme in dem Auto ist in diesem Auto hier im Porsche viel, viel sauberer, verlässlicher. Das Ding hat immer den richtigen Gang drin. Das Ding hat immer Drehmoment, immer Leistung. Das ist unnormal geil. Doch hat es auch gereicht, die vom Lambo vorgelegte Zeit von 1 Minute 7 zu unterbieten? Einmal die Zeit bitte, Philipp, vom Taggart.
1 Minute 5:38. Genau. Und das heißt, fast 2 Sekunden ist der Techart schneller als der PP. Dieser Punkt geht ganz klar an den Porsche. Als dicker Punkt. Also wirklich in meinem Herzen auf jeden Fall, weil Fahrdynamik ist für mich das mein Steckenpferd. Nein, das hat er auch wirklich einfach gut gemacht. Ja. So, aber es stand vorher 3:1. Der Punkt geht an den Porsche. Das heißt, jetzt steht es 3:2. Souverän gewinnt der Porsche die schnelle Runde. Trotzdem verliert er das Duell der getunten Power-SUVs knapp. Wir haben einen Gewinner. Genau. Der Lamborghini ist verdient unser Power-SUV. Das ist wirklich, wie so oft, ist das jetzt nach Punkten der bessere? Die Frage ist, was ist deine persönliche Vorliebe? Dementsprechend. Fährst du jetzt damit zur Eisdiele? Und ich fahr noch mal eine schnelle Runde und mit dem Porsche. Wir treffen uns bei der Eisdiele. Dann bring eins mit Vanille, ne? Schönen Sonntag noch. Hi! Danke, dass du unser Video angeguckt hast. Wir hätten gerne, richtig gerne, dass du unseren Kanal abonnierst, die Glocke natürlich aktivieren, lass ein Like da, kommentier irgendwas, was ich wieder falsch gemacht habe. Los, bitte los, viel Spaß. Und wenn du noch Bock hast, guck dir das Video von der letzten Woche an. Hier oben geht's zum Video.